Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gerne. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind aus Schwellbrunn im Kanton Appenzell-Ausserrhoden Marianne Dietrich. Aus dem luzernischen Notwil Anita Estermann. Aus Au im Aargau Evelyn Filiger. Von Ennetbühl im Kanton St. Gallen Vreni Hüberli. Aus Rieferswil im Kanton Zürich Maja Bär. Aus Saxon im Wallis Ilona Tetta. Und aus dem bernischen Rummedingen Barbara Matter. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Noch ist es ruhig, das Schwellbrunn auf dem Hof der Familie Dietrich, aber nicht mehr lang. Marianne ist die erste Gastgeberin von insgesamt 7. Sie steckt mitten in den letzten Vorbereitungen. Heute kommen die Landfrauen zu ihr kurz Nachtessen. Was Essen anbelangt, bin ich total parat. Und was Gewand anbelangt, bin ich noch im letzten Schliff. Die anderen Landfrauen sind schon unterwegs durch die Appenzeller Hügellandschaft. Ich glaube, wir würden alle am liebsten sagen, sie hat voll alles im Griff, alles ist super. Aber ich glaube, da ist sicher noch ein bisschen eine Baustelle. Also, die ist sicher noch ein bisschen im Stress. Stimmt, die Marianne hat gerade noch etwas zu tun gehabt. Ja, wie es so ist. Etwas noch in der Wäsche gesehen oder in der Wäsche. Ja, ich musste noch eine Wäschezähne ausschnappen, weil sie es erst gebraucht haben. Ja, und dann hast du noch gesehen, dort fehlt noch ein Knopf. Ich dachte, ja, super. Aber nein, da noch. Und dann. Was starten? Im Boschi raten die Frauen schon, was es zu essen könnte. Ich denke, mit etwas mit Käse wahrscheinlich. Vielleicht ein Cordon Bleu mit Appenzeller-Käse drin oder so. Ja, ich denke, etwa Mockenfleisch. Wäre schön. Als Hauptspeise denke ich, macht sie vielleicht etwas mit Kalbfleisch, weil ich mir vorstellen kann, dass auch ein Kalb selber Metzger für sich. Genau, es gibt Fleisch, aber nicht vom Kalb. Das sieht aber gut aus. Mhm. Eine Freude. Mhm. Eben. Es ist alles umwickelt. Und du, gut das sieht gut aus. Ja. Alles eine Freude. Und dann hast du ein falsches Filet. Ja, ein falsches Schweinsfilet habe ich genommen. Ich habe früher so eine Sau. Wir haben doch gerade Sauen abgebracht. Weißt du, ich muss es glaube ich, aufs Blech tun. Der Braten muss für knapp 2 Stunden in den Ofen. Und die Landfrauen kommen schon. Zeit für ein Apéro. Herzlich willkommen, meine lieben Frauen. Ich freue mich sehr. Wir kennen hier. Das ist mein Mann, Hans-Ueli. Franziska. Sie wird bald 10. Das sind die Zwillinge, Hans-Ueli und Christian. Sie werden im Februar 15. Es ist herrlich. Das schöne Haus mit dem Granium. Dann die Buben, alle mit ihren wunderbaren Hosenträgern. Und Marianne, die gestrahlt hat. Also, es war ganz herzlich. Es war schön. Mega herzig. Ich wollte sie mitnehmen. Greifen zu, wir sind bereit, grüßt. Und sie hat mir den für euch empfohlen. Ist ein Schaden. Ich habe Schlurzifladen, typisch.
für uns. Bärenbrot mit Schwägelbkäse und Schwägelbmutschli. Nidelzeltli. Und ein Zopf mit Appenzeller Bergmöckli und ein bisschen Käse-Ding. Kaufen, was mögen ihr? Buben? Der Fabian. Ja, kannst du Fabian? Fabian, willst du Schwein? Buben, darfst du auch kommen? Könnt essen? Ja. Ich freue mich essen. Wie will ich? Auf einen lustigen Tag. Ich werde mich jetzt vertrocknen wieder. Ich überlasse meinen Mann so. Du nimmst ihn da. Bitte, Buben dürfen auch nicht. Ich weiß nicht. Kommt, wir gehen ein bisschen auf die Seite, dann können Sie hier schnappen. Ja. Auf der Schwägalp, unterhalb des Sentis, steht die obere Rigle, die Alp der Familie Dietrich. Seit 15 Jahren verbringen sie jeden Sommer hier. Für mich ist es eine Art Heimat. Es ist wie ein zweites Heim. Ich bin mit der Familie hier. Andere gehen weit weg in die Ferien und wir gehen auf die Alp. Franziska, die Jüngste, spielt Verkäuferlis, aber mit richtigem Geld. Sie spart nämlich für ein Töffli. Von der Gofen fragt hier innen nie jemand, Mami darf ich Fernsehen schauen? Mami darf ich einen Computer? Vielen Dank. Da spielt sie mit Stehen, mit Äst, mit Sägen, mit Sackmesser. Sie sind einfach, Gofen sind irgendwie auch zufriedener. Weiss auch nicht. Sie ist einfach jedes Mal im Frühling wieder schön zum Kommen. Weil es einfach dort im Herz gut ist. Es ist eine Art Freude von innen raus. 7 Geissen, 22 Kühe, 1 Stier und der Hund Rocky gehören auch zu der Familie. Wenn ich hier bin und die Gofen manchmal gegessen und die Buben Kühe. Oder umgekehrt. Also es ist. Ja. Typisch ist einfach, dass der Hans an Kühe melkt, wenn er rum ist. Jetzt mag es mich nicht so gern. Einfach ist Geschmackssache, der Hans er schon. Komm, geht's, Uli, komm. Hau, zetter, komm. Es ist Juli. Die Kinder haben Sommerferien. Und Ferien heisst hier oben auf knapp 1300 Meter über Meer auch mithelfen. Jetzt habe ich von zwei Nachbarn jetzt die Milch dabei. Und das ist, dass nicht alle in die Hütte fahren müssen. Wir fahren bei denen vorbei und dann nehmen wir es einmal mit. Dann müssen wir es da vorne absaugen, spülen und laden es einmal wieder ab. Geissenmilch hat Marianne auch die eigene Kuhmilch dabei. Die braucht sie für ihre Landfrauennacht. Einfach in einer anderen Konsistenz. So geht die dann überbacken mit dem Schwägelkäse. Ja. Es ist mir noch wichtig, dass ich ein eigenes Produkt für die Frau habe. So dabei. Ist das? Ja. Mami, was? Ich nehme meinen Götter Käse noch hin. Thank you.
Nein, ist gut. Für die Nacht auf der Alp hat Marianne ein Motto. Unkompliziert, so einfach wie möglich. Ja. Und wenn möglich auch so wenig Besteck wie möglich. Also haben wir einfach noch Brettchen genommen, Würste aufgeräumt oder Käsebrötchen draufgelegt, verschnittene kleine Brötchen. Weil ich muss das Wasser jedes Mal wärmen, bis ich überhaupt aufwaschen kann. Schrink für mich. Ich nehme einfach alles, was es gibt. Zum gelungenen Feierabend gehört bei Dietrichs ein Jass. Und alkoholfreies Panache. Beim Jassen, wenn wir so machen, können alle mitmachen. Wenn wir dann noch sonst etwas machen, viel ist dann. Oder die, die wir machen, machen auch die nicht mit, weil die. Ja. Jassen, der Ernst. Der Vorplatz vom Stau ist manchmal auch ein Badzimmer. Oben tut man einfach einmal ein bisschen den Kopf waschen und sonst einmal auf den Baum. Und ab und zu tut man auch ein bisschen die Füsse und das Wasser drin. Heute gehen wir zum Berg. Wir gehen noch etwas zum Berg. Also viel von hier aus. Sonntag an den schönen Tagen gibt es hier Leute wie verrückt. Und dann fliegen wir gerne aus. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Wandermöglichkeiten gibt es auf der Schwägalp genug. Die Familie Dietrich kann vom eigenen Häusli aus loslaufen. Der Hund Rocky kommt mit. Der Wald- und Moorgebiet geht Richtung Speicher. Die Marianne genießt die Ruhe vor dem Landfrauennacht. Die Nervosität, sie ist noch nicht da. Also ich bin noch ruhig, auch mit dem Einrichten und was ich alles brauche und so. Ich nehme ihn an, am selben Tag wäre ich ein bisschen nervös, aber ich glaube, er hält sich im Rahmen. Also ich nehme es an, den cool, glaube ich. Also ich hoffe es. Wir lesen nur fast am Felsen zu. Ja, was sind die Ansprüche? Nicht. Wieso sind sie wieder mal durch, bei uns? Okay. Ich bin auch ein totaler Lebemensch. Ich habe gerne da, so. Ich habe auch gerne den Ausgang mit meinen Kolleginnen, wo mir sehr wichtig ist, oder auch überhaupt die Geselligkeit. Ich bin auch nicht gerne allein. Ich muss an die Leute. Oder ich einfach gern, wenn um etwas läuft oder so. Ich bin jetzt nicht gern tagelang allein daheim. Überhaupt nicht. Das ist aber leise. Für ein paar Stunden schätzt sie aber zu allein sein. Besonders gerade jetzt. Ich mache Servietterin für meine Landfrauen. Meine Leidenschaften sind, also ich bastle sehr gerne. Ich mache gerne handwerkliches Zeug. Ist gleich, ist es ob ich male oder ob ich jetzt da etwas mit Metall mache. Das Verschiedene ist das, was es ausmacht.
Und manchmal mache ich so gerne Zeug, wo ich am Anfang noch selber gar nicht weiss, was draus gibt. Oder ob es überhaupt etwas Schlaues draus gibt. Zwei Flammen müssen länger zum Kochen. Eine davon brennt fast immer. Für ihren Mann, der Hans-Uli. Er liebt Suppe, sogar im Sommer. Im schönsten Wetter. Und ja, ich nicht. Aber es hat sogar schon gegeben, dass er für sich selber Bouillon abgetan hat und einfach irgendwie Fideli oder ein bisschen Lauch drin geklopft hat, wo ich mir gedacht habe, nein. Aber das geht auch. Man macht man nicht alles für den Mann. Wieder kommen Würste auf den Tisch. Die sind nämlich bei der ganzen Familie beliebt. Oh, jetzt kommen die Buben. Die Buben sind dem Vater geholfen zu zaunen. Jetzt haben alle Hunger. Ich muss es noch ein bisschen. Hast du was? Gut, es ist noch nicht heiß. Und ein bisschen Reis. Aber geht so schon. Für King gibt es Würst und Pasta. Für Hans-Uli zuerst anders. Ohne Suppe. Noch einen halben Mittag. Ich weiß nicht, wieso der ist jetzt einfach so. Die ist jetzt auch gut. Also ich mache den auch gut. Also ich koche den Boten auch gut. Nein, das ja, ist gut. Wir sind schon 15 Jahre zusammen. Ja. Mit 14 sollen wir zu mir kaufen am Sonntag. In die anderen Regeln. Einfach so. Ein paar miteinander halt. Nachher sagt er zu mir, wie geht diese Kühe? Er hat noch irgendwie zwei Kühe oder so einen Spruch, den wir noch holen müssen. Jetzt holen sie schon schnell. Bin ich weggeflitzt. Und dann bin ich hier runtergekommen. Und dann sind mein Cousin und Kollege sind dann gegangen. Und als ich runtergekommen bin, war eine Art dunkel. Und du bist übrigens schon hingelegen. Willst du ja, aber Kühe habe ich. Ja, Kühe sind dann mal runter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss noch heim. Dringend. Ich muss am Abend auf den Lehrbetrieb. Und dann bist du in der Pritsche hingelegen, angelegt, so stinkfrech. Wie sie hätte heute noch. Und dann sagt er zu mir, gut, gibst du mir einen Kuss, ich tue dich heim. Und ich so denkt, ja, ich muss ja eh haben. Gut. Dann hat er einen Kuss gegeben. Dann haben wir geschmuset. Ja, der Bomber. Ja, das weiss ich schon noch. So genau wissen, wie man sagen. Ja. Mittlerweile sind Dietrichs 15 Jahre verheiratet, haben drei gesunde Kinder, einen Hof mit Tieren und zwei Alpen. Es ist der letzte Tag vor dem grossen Landfrauenessen. Die Buben gehen auf den Hof zu Schwelbrunn. Sie müssen mähen, für das alles schön aussieht, wenn die Landfrauen kommen. Auch Marianne verlässt ihr zweites Zuhause. Jacqui, bist du lieb?
Ich koche nicht hier oben, weil ich einen Gasherd habe. Mit zwei Platten und ich muss ein bisschen lernen mitnehmen oder sonst etwas. Aber nein, ich habe eine schöne Küche. Ich bin eingerichtet und dann kann ich das machen, was ich will. Bevor Marianne mit Kochen loslegen kann, muss sie das Fleisch für den Hauptgang bei ihrem Schwager abholen. Hi Peter. Hi Marianne. Kannst du das Fleisch holen? Ja. Kannst du mir oben einfach einen geraden Einschnitt machen? Ja, bis fast aber nicht ganz durch. Das haben wir dann noch mal ein paar zum Probieren hier unten. Ja, das ist gut. Du darfst mir so nah, glaube ich, aber zusammenschlagen, dass sie schön flach und möglichst gross sind. Super. Ich mache einen Appenzellerbraten draus. Und der Peter hat mir jetzt, also sind ja Sauen von uns, wir haben vor 3 Wochen einen Schlachter selber, haben wir es ihm gebracht. Und ich habe gar keinen Sticker daheim. Und jetzt hat das möglichst flach geschlagen, dass ich nachher Brät drauf streichen kann. Mit dem Lauch- und Moschbröckli. Und dann, wenn ich es aufkugele, dass es eine möglichst schöne Roulade gibt. So, viel Vergnügen und viel Glück. Ja, danke. Du, da geht's schon. Ja, das will ich gerne. Tschüss, lieben Gruß. Danke, tschüss, Peter, Marianne. Danke. Da wohnen Dietrichs, wenn sie nicht auf der Alp sind. Das Schwellbrunn, ein bisschen unterhalb vom Dorf. Kaum daheim macht sich Marianne als falsche Filet. Das ist ein Stück von der Schulter des Säuli. Ich denke, ich mache ein Fleisch, wo ich nicht schauen muss, weg, niedergehen, ob es heiß noch ist. Und ich denke, ich will nicht das, wenn ich rinze, wo ich schauen muss, haben sie es lieber blutig oder ganz dürre. Und da bin ich da auf der sicheren Seite. Der Speck ist für den Geschmack und dass der Braten nicht austrocknet. Mostbröckli oder blanchiert Lauch hat Marianne schon mit dem Brät vermischt. Rollen, rollen, rollen. Und gerade noch einmal. Es ist ganz herzig geworden. Ja. Sieht super aus. Ich hoffe, es ist genauso fein, wie er aussieht. Auch das Dessert lässt sich gut einen Tag vor dem Landfrauennacht vorbereiten. Beim Dessert habe ich mir überlegt, es soll traditionell sein. Die Appenzeller, die Biber kennen alle. Jetzt mache ich eine Biberflade Paffe mit heißen Zwetschgen. Das ist gerade die Saison. Für einen Gau kommt noch ein Schuss Creme-Kirsch rein. Die 5 Eier erwärmt sie in der Küchenmaschine zusammen mit Zucker. Nidle schlägt sie separat. Seier habe ich auch warm geschlagen. Und dadurch, dass ich das Eier warm geschlagen habe, musste ich es abkühlen, dass es mit dem Rom nicht zusammengeht. Und weil der Rom so schön steif war, ist es jetzt recht, also es ist recht schön, ja, so ein bisschen mehr als cremig, so ein bisschen dickhaft. Ja, jetzt kann ich es mischen und abfüllen. Bis zum Landfrauennacht kommt das Parfait in die Frühe. Im Esszimmer ist auch noch nicht alles parat. Die Tischdecke fehlt noch. Die hat für Marianne eine besondere Bedeutung. Die Dietrichs gehen jedes Jahr noch ganz traditionell zur Alp. Gut, und dann hast du den Fasen etwa da. Hast du die Schelle kühe? Den Senn, den hat mein Vater geschnitzt. Und wir Geschwister, wir haben alle einen Senn von ihm.
Stopp bei allen in der Stube. Ich habe auch einen eigenen. Der ist bei uns in der Küche, in einem Kasten. Und er hat gerade eine Zeit gehabt, zum Schnitzen jetzt hier über die Zeit. Aber du kannst weg. Über die speziell. Und dann hat er gesagt, ich darf den bei ihm holen. Weil ich wusste, ich darf den und dass ich mich nicht muss, zum Kasten ausnehmen muss, habe ich jetzt von ihm einen bekommen, zum aufzustellen. Und ich denke, es ist eine schöne Tischdekoration, weil es passt zu uns. Tipptopp. Siehst du, der hat den Schimmer. Der Stecker ist wieder da. Super. Schön. Ja. Haben wir super gemacht, oder? Was haben wir auch. Jetzt ist alles bereit für das grosse Festessen. Oh, wenn die kommen. Hier anhocken. Jetzt ist gerade die Tracht, die müssen so hinten in den Stuhl haben. Haben wir den Alp aufgezogen? Schnell eine Stierung. Die habe ich gerade zuerst gesehen. Du Kinder, die haben es aber auch an. Schau mal. Eine fällt noch in der Runde. Die Marianne. Meine lieben Frauen, schön sind ihr hier in meiner schönen Stube. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde euch gerne mein Menü vorstellen. Zur Vorspeise habe ich einen grünen Salat vom Hochbeet. Dazu eine selber gemachte französische Soße. Dann habe ich Appenzeller Urnescher Edelweisstaler Panierte. Dann zum Hauptgang habe ich einen Appenzellerbraten. Der ist vom Falschen Schweizfilet. Mit Kalbsbrät, Moschbröckli und Lauch. Und Dekoration Speck umwickelt. Jawohl. Dazu geht es. Klassisch Herdäpfelstock und überbackene Zucchetti mit Schwägerlkäse. Und zum Dessert habe ich auch etwas Klassisches ausstudiert. Ich habe das Appenzeller Biberfladenpfaffe. Weil die Appenzeller Biber kennen die meisten. Ja, dazu habe ich Rotweinzwetschgen und ausgarniert mit Rom und Zuckermandeln. Ich wünsche euch recht einen guten. Ja, danke vielmals. Geniessen Sie. Ja, ich alles. Gut, kannst du Rotwein schenken. Ja, alles gut. Zapfendus. Und die Flasche auf dem Buffet ist mit Kohlensäure. Zapfendus. Ja, kannst du da anfangen. Ist auch ein Ding drin, da muss ich auch nicht. Nein, schön, dass alles drin bleibt. Gut, Gabi. Nachher muss ich das Essen holen, oder? Ja. Oder bringst du? Nein. Aber hast du nicht geschleudert, gell? Ja. Mögen ein bisschen Rotwein? Gerne, ja. 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 Du bist gerade also. Viel kann ich nicht sagen zu dem. Wir geben es in der Cousine. Sie ist ein bisschen Weinhändlerin. Und den Mensch selber kenne ich. Dem habe ich das gemacht. Gut. Der Hans-Ueli schenkt den Tobias Rouge ein, gemacht aus den beiden Rebsorten Zweigelt und Cabernet Sauvignon. Schon fast neben du. Müssen wir jetzt hier anstossen? Ja, anstossen. Ja. Vom Garten frisch auf die Dauer. In der Küche wird Vorspeise angerichtet. Die Gabi, die Schwester von Marianne, kümmert sich um einen panierten Edelweisskäse. Warte mal, ich schnell schauen, dass es nicht schwarz wird. Lass uns hier oben anstellen. Und dafür, dass eben Käsechips neu ist, schnell. Das, eben da ist. Wenn wir einer Frau den kleinen Finger geben, wollen sie die ganze Hand. Gut. Ja, mal die Dinger. Das ist aber die meiste liebe Dekoration. Gut, Daddy. Der hier. Wie muss ich her? Also. Ja, so von Frauen. Oh nein, komm noch mal. Ja, war jetzt. Da. Da mache ich nichts zusammen, gell? Zurücklaufen. Für mich sind es erwartet. Nein, das ist Basilikum. Tschüssi. Zur Vorspeise gibt es einen grünen Salat mit Urnäscher Edelweisskäse. Schon? Ja, ah. Und der Salat.
Danke vielmals. Ja. Ganz lustig. Brötchen, oder was ist denn das? Ja. Was ist denn? Ein Knoblauch? Chips. Chips. Knoblauch. Käse, Knoblauch, Chips. Gut. Wünsche euch einen guten. Danke vielmals. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, so herbe Sachen passt das mega. Mal schauen. Wir backen noch Schwegalbkäse, oder was? Oh, ja. Ja. Jetzt hat es einen speziellen Edelweisskäse, oder was hat sie? Der Wienerstaller. Also, er hat auch einen Frischkäse. Ist der dort etwas Edelweiss im Salzwasser oder so? Es ist ein milder Rahmweichkäse mit Weissschimmel. Die Landfrauen bewerten bei jedem Gang die Präsentation, den Geschmack, die Kreativität und ob das Essen regional und saisonal ist. Sie vergeben Punkte von 1 bis 10. Bis zu der Finalsendung bleiben die Ergebnisse unter Verschluss. Ich hätte es fast noch etwas bunter erwartet. Aber vielleicht kommt es ja noch. Wegen der gelben Hosen von der Appenzeller oder so. Nein, weil sie so eine Sonnenscheine ist, wenn man sie anschaut. Denke ich einfach. Aber eigentlich hat sie die Farbe tipptopp aufgenommen hier. Sind ihr schon fertig oder noch nicht? Bin ich zu früh? Also ich bin noch nicht fertig. Dann warte noch. Noch etwas zu früh? Oh, dann warte, dann schaue ich dafür gleich zu. Aber sie hast du nichts, gell? So, jetzt komme ich, dann durch, oder? Ich bewerte. Essen könnt ihr gleich. Ja, ist gut. Gut. Nicht nur das Servieren der Teller gehört zum Service, sondern auch das Einsammeln der Bewertungsbögen. Alles gut. Der Käsetaler war mal etwas anderes, das ich jetzt sonst nicht so kenne bei der Vorspeise. Und hat besonders geschmeckt hat mir der Salat, weil er so frisch knackig war. Und gute Soße. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Käsetaler sind recht butterig gsi. Für meinen Geschmack jetzt vielleicht fast ein bisschen zu schwer, aber es sind ja nicht so viel gsi. Von dem her hat es gut vertreibt zum Salat dann. Es war sehr fein. Es war vielleicht nicht extrem originell, aber es ist genau so, wie es müssen sein. Ja, so wäre jetzt noch dem warmen Sieg den Salat nicht der erste Gang ist schon mal geschafft. Marianne ist zufrieden. So weit, so gut. Aber in diesem warmen Wetter war ein Salat das Beste. Weiter geht's. Die Zutaten für einen Hauptgang sind schon im Ofen. Die Teller sind alle noch brandheiß. Ja. Ich kann gar nicht mehr höher. Mein Backofen könnte gar nicht mehr höher gehen. Das heisst, das ist das, was ich habe. Aber ich habe das Gefühl, es putzelt schon nicht so. Ich glaube, weil du so viel drin hast. Nein. Und wenn du noch die Oberhitze gehst? Ja, ich gebe Oberhitze. Ich finde Teller noch heiß. Ja, der Oberst nicht mehr, Marianne. Hier noch lang? Der Oberst nicht mehr. Sorry, aber irgendwie mein Backofen ist nicht heiß, wenn er sollte. Ja. Gehst du hier und erzählst einen lustigen Witz? Ich kann keinen Witz erzählen. Muss ich da auch einfach drüber? Gehst du hier und machst ein Salto. Ein Ampelmann. Ja, da muss ich auch. Das ist doch nicht normal, jetzt ist es eine Weile. So, so. Der Ofen spinnt. Oh. Oh, die Arme da. Das geht schon. Ja. Wie auch gesagt, hier ist warm genug. Ja, ist so ja. Ja, du bist halt schon nervös, so im letzten Moment. Das so. Kannst du sehen. Ja. Kannst du nicht flicken? Zwei linke Hände. Ah, ja, sicher. Ja. Backofen ist eben, hat nicht mehr geheizt. Und der Hans-Uli hat so einen Witz erzählen. Und er ist einfach sagen, der Backofen gegangen. Ich glaube, wir machen Hans-Uli-Fanclub. Mein Backofen geht dann statt abwärts. Es geht auf 126, aber 125, dann kannst du doch nicht sehen. Gut, jetzt hast du noch schnell Luft. Ja, aber da kann doch nicht gerade 5 Grad, aber kann ich weg ein bisschen. Ja. Aber weißt du, die blubbern da nicht.
die Uhren zu geht, die tun nicht so blub blub. Muss mal schauen. Man macht denn diese Peperoni dort hin? Die macht auch nichts. Die ist auch einfach so läppisch. Das ist eine Katastrophe. Was mache ich jetzt? Entweder. Ich will gerne nicht mehr auftun. Ich will einfach alles schicken und nachher einfach verlieren. Total. Hä? Ja, wie war es vorher? Es geht nicht gut. Wir können einfach nichts machen. Jetzt geht er wieder ab von der 11. Dann nimmst du raus. Hey, ist warm genug. Da hört ein paar Grad auf oder abspielt sich da rum. Sind nie da noch jemanden? Nein. Du kannst mich dort drücken. Okay. 180, okay. Es geht nicht, es geht einfach nicht. Gut, dann. Schau, okay. Raus. Bist du noch läuft er überhaupt? Ja, sicher läuft er. Gut, nimmst du ihn raus. Ja, das ist sicher nicht genug. Nein! Siehst du, nichts. Der Käse. Die Tür sind zu fahren. Komm, geh. Hör nicht, schau. Komm, wir gehen. Gut. Schnell anrichten. Die Frauen warten. Die Türen sind zu Getti, aber sie sind nicht so gratiniert, wie ich es gerne hatte. Grüne Felsen oben drauf, weißt du, was ich gerne hatte? Das ist einfach braun wäre. Aber. Sollen wir mal pfeifen? Voilà. Und schon liegt der Hauptgang auf dem Tower. Es gibt Appenzauer Schweinsbraten, Herdöpfelstock und überbachene Zugetti. Jetzt kommt es essen. Oh, jetzt kommt es essen. Oh, schön, schau mal. Ich mach nicht. Mit dem Daumen putzen. Zugetti. Rüebli. Mhm. Und ich habe gedacht, hier aussen habe es entweder Blumenkohle oder... Aber Rüebli hat es im Hinterbeetchen. Ja, die sind noch drin, ja. Ja, die Tauer mit dem Braten sind alle serviert. Eins fehlt aber noch. Zum ersten Mal sitzt nämlich ohne Vegetarierin am Tisch. Ah, wie die nicht heiß. Die Peperoni ist nicht ganz heiß. Aber sie kann ja nicht warten so lange. Wieso hast du ihn so lange draußen? Ich brauche einen Muffin. Das ist ein bisschen doof. Sehr von mir. Die Beilage bleibt für alle Frauen die gleiche. Statt der Braten bewertet Evelyn Villiger aber ihren Fleischersatz. Da fehlt mir irgendetwas Grünes. Ich muss jetzt da herstellen. Einfach. Das ist noch schwierig, oder? Die war gsi. Kann ich mal anfangen mit Gülendünger? Ich sage euch dann Ende Jahr. So, gut miteinander. Danke vielmals. Wir haben alle noch. Ein bisschen Wasser noch. Gut miteinander. Ja, danke. Das ist nicht nur das Brett in der Mitte, oder? Nein, es ist wirklich ganz aufgeschnitten. Und dann, ja. Ja. Vielleicht war es dann wirklich so ein Braten. Ja, ja. Mhm. Aber so lange falsches Filet gibt es nicht. Ach, komm jetzt. Das ist ein Riesensold. Mhm. Auch diesen Gang müssen die Landfrauen wieder bewerten. Ich bin mittigsten Weg. Was hast du? Peperoni? Also, ja, die sind so wunderschön angerichtet, so trüllt, nochmal drin, trüllt, ein bisschen euer Fleisch. Pesto wahrscheinlich, gell? Ja, ein bisschen Pesto drin und sehr feinem Geschmack. Ja. Ich habe sehr Freude, sie hat sich extrem Mühe gegeben für meinen Sonderfall. Und das Fleisch hat mich fast ein bisschen zu wenig dunkel. Also der Speck hat mich ein bisschen mehr verschmecken. Dann hat es das knackiges Zugetti-Gemüse gehabt, das überbacken war. Für mich war das super. Ich habe es gerne, wenn es noch ein bisschen Biss hat. Ich schaue ja dann von der gleichen Herausforderung, dass ich etwas Vegetarisches dazu, ob das passt oder nicht passt, bin ich noch nicht ganz so sicher. Ich muss auch zuerst mal noch ein bisschen üben. Ich bin mir gerne gewöhnt, so Sachen zu kochen. Aber für deine Familie tust du Fleisch kochen oder bei uns in alle? Ich tue schon, aber halt nicht Braten halt. Ja. Mal ein Bulli-Brüschli oder ein Curry. Ja. Ich bin schon ein Bulli-Curry oder so etwas. Bräteln ja. Immer viel. Und sonst gehen sie halt so der Schwiegermutter. Du hast gerne Wein, gell? Ja.
Schon gemerkt. Danke. Endspurt. Das Biberfladen-Parfait sollte nicht verlaufen. Einfach so ein bisschen schön, dass es da nicht verklebt. Ja? Und dann hier so. Und dann wird es einfach oben drauf so ein bisschen von denen. So dicks. Hier noch irgendwo. Und jetzt das Schönste von allem. Ich denke schon wieder nicht. Hast du mit dem Bärli gerade richten? Nein, dann noch ein bisschen rum. Noch mehr? Ja. Mit dem Appetit. Hey, huere schön. Der Dessert, der läuft mir jetzt gerade wieder raus. Oh ja, mach mal das Loch auf. Zum Dessert gibt es ein Biberfladenparfait mit heissen Zwetschgen. Oh, mein Schaf! Gut, wir nehmen noch eins. Geschafft. Oh, jetzt kommt er wieder. Ja. Oh, da geht's da. Hey, hey, hey. Das war noch kreativ. Ja. 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 Oh, schön, schau mal. Hey. Hat sie sicher selber gemalt. Hey? Ja. Ah, genau. Das haben wir nicht gesehen von vorne. Ja, sie hat ja gesehen, dass sie die Tür genau selber gemalt. Ah, sicher. Da spürt man den Biberflatter drinnen. Mhm. Extrem. Es ist rot wie gelb, Zwetschgen. Ganz originell war natürlich das Wappen, das sie von Hand gezeichnet hat, auf die Oblate, genau, oder auf das Esspapier, was es war. Das war so der Hingucker. Und auch, eben, wie sie das Parfait angerichtet hat, das hat mir sehr schön gedacht. Und eben noch gut Nadeln drauf. Das ist immer fein. Ach. Oh, grosse Koch. Das war genug der grüne Abschluss gewesen. Nein, sie haben nicht prallen. Sie haben einfach gesagt, grosse Koch, sehr gut. Ja, ist es wenig. Hast du das Valitella schon mit? Viel. Du, das sind jetzt aber Liebe. Haben sie so zusammengestellt? Also, sie haben es sehr schön gemacht. Schön, hey, super. Ja. Und aus? Mach dich nicht. Gut gesehen. Gabi? Danke, Gabi. Ja, ist schön. Willst du auch noch? Ja, aber noch etwas anderes. Oh, hallo? Wir sehen fast gleich aus. So. Ich habe schon angenommen, sie ist eine Coole, aber ich hatte wirklich das Gefühl, sie hat es total souverän gemacht, den ganzen Abend mit dem Hans-Uli zusammen. Sie hat wirklich vom Empfang über die Küche, über den Service, sie haben es super gemacht, alle miteinander, super Team. So, ja. Endlich geschafft. Ein langer erster Küchentag geht zu Ende. Das wird gefeiert mit einem Kaffee Lutz. Lustig, ja. Am nächsten Freitag reisen die Landfrauen zu der Anita Estemann ins luzernische Notwil am Sempachersee.